So, auf geht's. Folge 38. Cover Operation wird wohl als nächstes. Mission Control. Scan for Activity. Send Extraction Support. Launch Mission. We are confident that you will handle this matter with discretion. Gehe ich jetzt ohne Sniper? Gehen wir ohne Sniper. Aimwert um 77. Das hat einen Moment. Aimwert von 60. Alle eine Titan Armor? Ne, der immer noch nicht. Ungünstig. Ein Colonel Reapman hat immer noch keine Titan Armor. Egal. Muss jetzt gehen. We have visual on the mission site. Detected an Exalt cell based in Canada. It looks like our operative will need assistance in securing the enemy data. Launch mission. Our field operative was detected by Exalt forces while in the process of mining some valuable intel from their comm relays. Strike One will need to protect the operative while they finish decrypting the Exalt data from the other relays. Okay, also wie letztes Mal. If the operative goes down, we'll lose any chance of recovering that intel. New objective received. Die Map kann ich auf jeden Fall wieder mal nicht. Gehst auf jeden Fall mal dahin. Versteckst dich erstmal da runter. Ihr solltet hoffentlich relativ sicher sein. Wo komme ich denn hier überhaupt hoch? Nur da? Wahrscheinlich gibt es hier drüben auch noch so eine. Ja, da gibt es auch noch so eine. Boah. Ne, hier gibt es auch noch. Soldaten zumindest. Kann man theoretisch da noch hoch. Oh, ich benutze halt die Jump-Variante. Vielleicht nächste Runde. Ja, die können hier auf jeden Fall hoch. Bin unterwegs. Moving out. Go, 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 Gobi. Und Reaper Man. Die bessere Rüstung, deswegen gehst du vor. Ich will in meinem Typen nicht rausbringen. Die Deckung. Mach
Weg bitte. Schön. Raps. Peruba Raps. Ich glaube, das wird nicht so gut. Ne, es wird nicht so gut. Ich versuche trotzdem. Ah, trifft. Perfekt. Einer fehlt aber noch von denen. Verstanden, los geht's. Go, go, go. Nein, ich will den wirklich nicht. Den nehmen wir auf Overwatch. So, du gehst mal einen Schritt nach links, um dort mal zu gucken, ob da was kommt. Höre ich hier was? Da höre ich was. I don't think we're alone out here. Natürlich ungünstig. Rücke aus. Wenn ich auf wenn der Overwatch Liste da hinten ist. Eine sehr kleine Map diesmal, muss ich mal so sagen. Also wirklich richtig klein. Position bestätigt. Packen wir es an. Bin schon da. Wo wiederum läuft die denn? Okay. Das ist auch so ziemlich der komplizierteste Weg, um dahin zu kommen. Let's do this. Oder geht's noch weiter? Hier kann ich doch gar nichts von da hören. On my way. Wer denn? Wo? Was? Wieso ist denn der außerhalb des Spielfelds? Was ist denn das für ein Bug? Vor allem kann ich ihn nie sehen. Position bestätigt. Our operative is near one of the Exalt comm relays, Commander. We just need to activate it to acquire the residual data. That comm relay is down, Commander. Our operative hacked the system and decrypted some of their data, while also disrupting Exalt's communications. We should continue looking for any other relays nearby. So, du gehst mal dahin. Jetzt nach. Ich raff's nie, warum der jetzt Schaden genommen hat und vor allem von wo, raff ich nie. Wovon? Damit die richtige Satzbildung. Ja, nee, ist klar. Hostile targets are retreating. Spielfeld ist zu Ende, aber die laufen da hinweg. Hostile contacts moving on strike one, Commander. Irgendwie war das nicht ganz synchronisiert. Oh, schade. Gibt's doch gar nicht. Doch. Kommt die einfach durch die aus der Wand raus oder was?
Bewegung. Warte mal, ich weiß, wie ich die töten kann. Ha! Hallo Kumpels! Tihi! Wunst! Ach, schon der Valgon auf Overwatch. Ich bin irgendwie schon angelaufen. Ja, der darf auch von dort schießen. Nee, total logisch. Biegen wir lieber so rum, damit ich die, wenn die von hinten kommen, irgendwie ab aufhalten kann. Ich mach mich los. Bin schon da. Oh oh. Shit. Wie kommt der mit seinem Raketen, mit seinem Granatwerfer? Sehr gut. Und 12 Schaden an die anrichten. Pomp! Extreme Range. Sie umgehen mich. Run and gun. Hätte einfach unten rumrennen können, das wäre zumindest vom zeittechnisch her schneller gewesen. Und Moment mal. 5. Beide kriege ich nicht direkt. Aber so halb. Durch das Auto explodiert. Oh, da auch nie explodiert direkt. Bam! Oh, lange habe ich das Gefühl, die sind mir etwas unterlegen, was die Technik angeht. Ups. Hier läuft man mit da runter. Ich muss noch ein bisschen mit meinem Heavy hinten, würde ich sagen.
Ich bin fest, was von hinten kommt. Und dreht natürlich genau falsch rum. Oh. Perfekt. Das andere müsste auch explodieren. Genau. Und sie machen genau nichts. Bin unterwegs. Dann lädst du mal nach. Overwatch. Keine Ahnung, wo ich dich hin tue. Position bestätigt. Nachladen. So weit rennen wie möglich. Wen störe ich da irgendwo in die Mitte, dass er in alle Richtungen irgendwann wirken kann? Gypsy. Gehst du dahin. Ach, Bishop hab ich ja noch. Mein Guppi. Ich hab den Verdacht, das ist ziemlich gebackter ein Typ. Wieso auch immer. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich euch hierfür erzählen soll, ne? Wieso Robo-Skin? Ich laufe halt einfach nur vor und mache eine Variante, ein Ziel nach dem anderen. Irgendwie sind die Einsätze gerade ziemlich langweilig. Ich glaube, ich sollte das Spiel langsam beenden. Dummerweise habe ich noch keinen Firestorm gebaut. Yay. Kommt noch mal irgendwas? Hostile contacts close to strike one's position, Commander. Den Weg ist doch mal da. Hier geht mein Kuckuck sagen. Und Cutouts! That's all the data we're going to get, Commander. Now we just need to get our operative to the evac point for extraction. We have a new objective. Reicht nicht ganz. Position confirmed. Das ist ein bisschen mein Big Daddy gerade für ihn. Ich weiß noch irgendwas mir da entgegenkommt. Ich bezweifle es zwar irgendwie, das ist gerade eine sehr langweilige Mission. Ich habe das irgendwie Gefühl, ihnen ist nichts mehr eingefallen, was sie noch machen können, wenn es dann wirklich im Late Game ist. Oh yay. Reaction Shot. Und er trifft. Nice. Das ist erstmal ein Assault, oder? Oh. Guck, guck. Wie viele Leute gehen mit da den Reaction Shop? What the fuck? What the heck? Hat irgendeiner von denen da oben eine Granate? Ja. Na. Ich will wirklich dahin. Und Wurf.
Oh. Moment, ich hatte einen richtigen. Ich hatte einen richtigen. Nein, da, dir. Ja, genau. Hab's gehört. Und weg. Commander, our operative and the intel are both secure. You can either have Strike One remain in the area to eliminate any other hostile units or get them back to the evac zone. Objectives updated. Gut, jetzt schauen doch mal nach. I'm ready. Du gehst mal ein Stück zurück, dass du ein bisschen hier bei den Leuten bist. Na. Back online. Oh, da ist ja doch noch einer oben. Schade. Ja, dann nehmen sie auch vorbei. That is not good. Geht im Angriff über. Well done, Commander. Our operative is safe. Das war der Gebackte. New Exalt data is ready for analysis. Ja, das war ja jetzt nie so fordernd. Also ich finde bei XCOM irgendwie am Anfang deutlich schwerer, wenn die Leute halt alle laut sind und man ein schlechtes Equip hat. Every effect and further increases unit defense by 20. Combat drugs from Okron contain powerful melee guns. Mehr will. 60 Kills. Continue. Intel decryption complete. Eliminating statistical improbabilities for possible exalt location. Ist noch ein bisschen, ist noch ein China. X-Base in Ocean, Exalt Base ist not in Nigeria. Japan oder Südafrika habe ich noch zur Auswahl für Exalt. Zwei Länder. Positive identification confirmed. Exalt cell location verified. Socialist würde gern weiterhin den dahin schicken. Transparative on mission. So, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.